Hallo und moin, vor Ihnen stehen die Kulturgesichter. An meiner Seite Serenste Cornelis. Hallo und moin und an meiner Seite ist Katja Drüwenga. Nochmal hallo und moin. Ja, wir beide sind die Kulturgesichter hier in Aurich. Wir gehören zum Historischen Museum. Pracht und Prunk der Circenas. Ja. Und da kommen wir eigentlich auch schon so, zu unserem Thema, vor was für einem Gebäude wir nämlich hier stehen. Vor dem Mausoleum, die Praline Aurichs. Wir gehen jetzt mal mit Ihnen hinein. Also wir stehen hier jetzt im Mausoleum, hier in Aurich. Ja, warum hat man denn hier in Aurich ein Mausoleum gebaut? Naja, das wollen wir mal ganz ehrlich erzählen. Schon lange, lange Zeit vor uns, vor unserer Zeit, gab es ein Problem, das haben die Auricher übrigens immer noch. Hier in Aurich kann man keine Keller bauen. Und das war auch das Problem der Kirche hier in Aurich. Und in der Kirche, in der Familiengruft, befanden sich damals die Särge unserer Zirxner. Einige Särge befanden sich dort. Genau, einige Särge. Und bei jedem Starkwetter oder bei jedem Starkregen standen unsere Särge der Zirxner Familie im Wasser. Es stank zum Himmel. Ja, unsere Fürstenfamilie lag in der Familiengruft im Wasser. Ja, eine Lösung musste her. Und dann wurde hier 1880 hier dieses Mausoleum gebaut. Ja, aber wir sind jetzt hier vor den Prunksärgen, hier im Mausoleum. Und hier liegt Eberhardine Sophie. Das Besondere an Eberhardine Sophie ist, dass ihr Kleid, in dem sie beerdigt wurde, restauriert im Historischen Museum zu finden ist. Eberhardine Sophies Leben war nicht einfach. Sie bekam in 15 Jahren 13 Kinder, von denen nur 8 überlebten. Und sie starb in der 16. Schwangerschaftswoche. Aber das erste Kind, das kam schon während der Hochzeitsreise zur Welt. Denn sie ging 4 Jahre auf Hochzeitsreise. Und dieses Kind war ein kleiner Sohn und er hatte einen ganz besonderen Namen. Er hieß nämlich Leopold Ignatius. Und Leopold Ignatius hatte einen besonderen Taufpaten. Es war nämlich der Kaiser selbst, Kaiser Leopold. Hier im Auricher Mausoleum gibt es viele gute Geschichten und viele Geheimnisse. Und bei den Renovierungsarbeiten hat man so allerlei gefunden, was man nicht für möglich gehalten hat. Man fand nämlich unter anderem dieses Kreuz. Hier im Sammelsarg. Sie war nämlich in einer Mumie versteckt. Sie hatte einen Blumenstrauß mit Perlen bestickt. Und da befand sich dieses Kruzifix. Ja. Und das ist Gott sei Dank nie entdeckt worden. Und dieses Kruzifix, das Sie hier sehen, ist ein Duplikat. Und das wirkliche Original steht heute oder hängt heute im Historischen Museum. Und was es damit auf sich hat, können Sie natürlich immer bei uns beiden erfahren. Ja, Sie merken, hier in Aurich, im Mausoleum, gibt es viele, viele Geschichten. Und die können wir heute in dieser kurzen Szene gar nicht lüften. Aber Sie haben natürlich die Chance, hier nach Aurich zu kommen und sich wirklich die Auricher Geschichte und die ostfriesische Geschichte ganz genau erklären zu lassen. Sie sehen, wir sind immer ein bisschen kostümiert unterwegs und würden die Geheimnisse sehr gerne für Sie lüften. Und wir sind auch immer anders unterwegs. Jedes Mal ist es eine Überraschung. Und man findet uns im Historischen Museum Aurich oder auch auf der Stadtseite. Also man findet uns. Ja, und hier in Aurich freuen sich auf Sie und sagen hier Tschüss. Renste Cornelis und Katja Drüwenga, die Kulturgesichter. Ja, vielen Dank.